In diesem Video geht es um den Erfolg, die Trophäe Eid mit der Finsternis. Gehe dazu in den Schattenwald und begib dich zum dritten Knochenfeuer, überschattete Ruinen. Solltest du den Weg noch nicht freigeschalten haben, dann schau dir dieses Video an. Es befindet sich in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Wenn du hier rauskommst, gehst du einfach hier geradeaus. Dann hier nach links, dann gehst du hier nach rechts. Hier befindet sich ein Loch. Bitte hier nicht reinspringen, das ist das falsche Loch. Geh hier einfach weiter. Hier ins Gras. Und hier findest du ein kleines Loch, da springst du runter. Und hier findest du einen Opa im Rollstuhl. Genau hier sitzt er. Das ist der Dunkeltaucher Grandal. Rede mit ihm und dann erscheint er an einem anderen Ort. Ich kann hier schon den Eid leisten, weil ich ihn schon gefunden habe. Du musst dir jetzt erstmal den vergessenen Schlüssel holen. Und dieser befindet sich hier in der schwarzen Schlucht. Geh einfach zum ersten Knochenfeuer Mund der schwarzen Schlucht. Falls du den Weg noch nicht freigeschalten hast, dann schau dir dieses Video an. Es befindet sich in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Danach zündest du hier mit Dreieck und X eine Fackel, gehst hier runter nach links, pass auf die Statuen auf, die vergiften dich. Hier kommen Würmer raus aus den Pfützen, die sind bei mir schon tot. Hier kommen große Würmer raus, hier ist der erste. Hier ist der zweite und wenn du dann hier bei den Würmern angekommen bist, dann kannst du hier dich umdrehen, da siehst du unten kann man runterspringen, da lässt du dich einfach fallen. Hier ist eine verschlossene Tür, die du dann mit dem vergessenen Schlüssel öffnen kannst. Dazu musst du hier erstmal weiter, hier nochmal runter und dann hier in diese Höhle. Und in dieser befinden sich hier drei Riesen, die sind ziemlich stark, die können dir am Anfang wirklich Probleme machen. Deswegen renn einfach hier weiter und hier kannst du in so eine kleine Höhle rein, hier ist auch eine Truhe. Und aus dieser kannst du dann mit dem Bogen oder einer Armbrust sie langsam erledigen. Wenn du dann die Riesen getötet hast, wirst du sehen, dass einer von ihnen den vergessenen Schlüssel droppt. Dann kannst du hier wieder raus. Hier ist nochmal so ein kleiner Eingang. Und hier ist ein kleiner Fahrstuhl. Mit dem kannst du dann wieder hoch. Dann kommst du hier raus, springst hier runter. Pass auf den Wurm auf. Geh wieder hoch. Wieder zu den zwei Würmern. Und dann musst du hier nochmal runter. Und nun kannst du einen vergessenen Schlüssel einsetzen, hier reingehen und hier findest du Grandal zum zweiten Mal. Es gibt außerdem noch zwei weitere Tore, die du mit dem vergessenen Schlüssel öffnen kannst. Wenn du sie finden willst, dann schau dir dieses Video an. Es befindet sich in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Gehe nun ins Schloss von Dranglike und dann zum dritten Knochenfeuer unter das Schloss von Dranglike. Solltest du das Knochenfeuer nicht besitzen, schau dir dieses Video an. Es befindet sich in der Videobeschreibung und ist angepinnt im Kommentarbereich. Dann kommen sie hier raus und dann haben sie es schon fast. Hier einfach nach rechts und hier ist der Grandal zum dritten Mal. Rede mit ihm. Nun kannst du seinem Eid beitreten. Dann bekommst du den Erfolg, die Trophäe. Eid mit der Finsternis. Und nun kannst du bei ihm hier Gegenstände kaufen. Asketenfeuer, Menschlichkeit und außerdem eine Zauberei und vier Hexereien. Außerdem kannst du ihm ein Menschenbild geben und er öffnet dir daraufhin ein Portal. Da kannst du dann reingehen und die Eidaufgaben absolvieren, um im Eidrang aufzusteigen. Schau dich am Kanal um, wir produzieren zu jedem Souls Game ein Platin- und 100% Guide. Außerdem findest du mehr als 1000 Videos zu Elden Ring und zu jedem Resident Evil Spiel ein Platin Guide.